Matthias wird natürlich schon auf der Station sein. Also wir haben heute die Situation, dass zwei Leute auf der Station sind und dass zwei Leute noch kommen werden. Einer dieser beiden, die noch kommen werden, ist natürlich der nächste bzw. die nächste Kommandantin der Station, also in 3 Monaten. Momentan ist sie noch die Nummer 2, also die erste Offizierin sozusagen. Ich übernehme. Und genau. Ich hätte auch gerne einen Namen, damit ich nicht immer Nummer 2 bin. Muss ich an Annegret denken? Ich weiß auch. Annegret! Bitte kein! Bitte einen anderen Namen. Andrea, ne? Andrea. Andrea? Der ist auch schon wieder was. Oh, wie geil! Angela! Also bitte nichts mit A. Doreen. Was mit Doreen? Doreen. Oh ja. Ja, und ich bin Doreen. So eine ostdeutsche Polenfrau. Doreen. 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 Ich frage ja kaum nach einer Eigenschaftsfrage. Ich fand das Powerfrau geil eben. Doreen Powerfrau. Ja, das ist ja gar nicht eine aktuelle Diskussion auf so was am besten. Ja, wenn ich aufstehe. Rotsäule. Also ich kann nicht sächsisch. Frauen an der Brust. Du kannst nach Thüringen. Frauen an der Brust. Ja, ich war nach Thüringen. Das ist sächsisch anhaltinisch. Nee, oder Berliner. Ich kann das alles nicht. Ich habe nicht Deutsch gelernt, weil ich mich auf einen wichtigen Job vorbereitet habe. Woher so ein russischer Akzent? Doreen Jagelowski. ja, was ich verheimlicht habe, ich bin die Psychologin. Mhm. Ich hätte gern noch irgendwie einen kleinen. Und er ist ein ich hätte gern noch einen kleinen Tech oder einen Spiel oder eine Schwäche. Schwäche für die Plus? Völlig gut zusammen. Ja. Wenn es keine gibt. Okay. Schwäche oder Tick. Was könnte denn Doreen für so eine Schwäche oder ein Tick? Doreen hat einen Vaterkomplex. Das passt zur Psychologin. Ein Vaterkomplex ist immer dann, wenn man eigentlich nach dieser Vaterrolle sucht oder. Ja, du bist doch die Psychologin. Wahrscheinlich bin ich die Psychologin.